Heute ist es endlich soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Level 3 oder Teil 3 unserer Serie Mehr Länge beim Abschlag. Und heute besprechen wir, was wir endlich nach dieser Vorbereitung, nach diesem schönen Ausholen, nach diesem Raum kreieren, wie wir nun diesen nutzen können, um viel Kraft auf den Ball zu übertragen. Im Anschluss, also im nächsten Geil, gibt es dann noch ein Video, wo ich ein paar Dinge anspreche, die Geschwindigkeit, die Möglichkeit, wie ihr den Schläger bewegt, entweder verlangsamen oder beschleunigen können. So Setup-Positionen, Bewegungen, die ihr im Golfschlag macht. Das heißt, da werde ich noch einmal zusammenfassen, was ist hilfreich für Länge, was ist ein bisschen gegen die Länge, aber dafür vielleicht für Genauigkeit, dass ihr einfach Bescheid wisst, was ihr von diesen Dingen für euch herausnehmen könnt. Und was ihr vielleicht lieber lässt und dafür den Ball mittig am Fairway platziert. Also, Teil 3 heute, die Bewegung zum Ball. Wir haben uns in Bewegung gehalten. Wir haben uns nicht klein gemacht, wir haben uns nicht über den Ball versteift. Wir sind in einem guten Setup, wir sind beweglich. Dann haben wir Raum kreiert. Wenn ihr ausholt, kreiert ihr Raum, um diesen Raum zu nutzen, um den Schläger schnell zu machen. Und jetzt ist es so, heute lernen wir, diesen Arm zu benutzen, den hinteren Arm. Hier sind mindestens 85-89% eurer Geschwindigkeit drinnen. Das heißt, im Arm befinden sich die schnellsten Muskeln. Dieser Arm ist beim Ausholen in einer vorbereiteten Ausholposition, also kurz geworden. Bis zum Ball versucht ihr diesen Arm aber so lange wie möglich zu machen. Das heißt, ihr nutzt extrem viel Kraft, die ihr vorbereitet habt, wenn ihr versucht, diesen Arm zu strecken. Achtung! Strecken des Armes ist immer eine Bewegung, die aus dem Ellbogen kommt. Ihr seht meine Hand, diese arbeitet nicht mit. Das ist kein mit der Hand zuschlagen, sondern das ist ein Strecken aus dem hinteren Arm, aus diesen schnellen Muskeln hier heraus. Und genau das ist eure Hauptbewegung. Dieses Strecken geht an euch vorbei, ihr trefft den Ball und dann wird es euren Körper ins Finish bewegen oder eben auch nicht, wenn ihr damit langsam beginnt. Das heißt was? Erste Übung wäre folgende: Raum kreieren, Arm versuchen zu strecken. Raum, Arm strecken und der Ball fliegt kerzengerade nach vorne hinaus und das nicht zu kurz. Machen wir das nochmal. Ballposition unter der linken Schulter, damit ihr Zeit habt, diesen Arm zu strecken. Aufdrehen. Arm strecken und der nächste Ball fliegt kerzengerade hinaus. Warum? Durch dieses Armstrecken kommt ihr wieder in diese Treffposition, die ihr erreichen wollt. Lange Arme, gerade Schlägerblatt, zurück auf der Höhe, wo ihr sein wollt. Kurzer Arm, offenes Schlägerblatt, Ball rechts hinaus. Also wenn ihr jetzt bei dieser Übung merkt, irgendwie eure Bälle fliegen nicht, eure Bälle fliegen weiterhin nach rechts vielleicht weg, dann habt ihr immer noch mehr gedreht als Arm lang gemacht. Was bedeutet das? Das Brustbein darf sich nicht voraus wegbewegen, sondern wir müssen zuerst den Ball treffen. Hier arbeitet der lange Arm an uns vorbei und dann dreht sich der Körper in sein Finish hinaus. Umso mehr ihr beginnt, den Arm lang zu machen, umso mehr wird es euch auch in eine Endposition bringen. Und somit nutzt ihr schon 89% eurer Länge. Das heißt, ihr habt hier einen wahnsinnig tollen Effekt. Wir nennen das Peitscheneffekt. Den erkläre ich euch jetzt. In dem Moment, wo ihr mit dem Arm hier lang werdet, gibt es einen Punkt, wo dieser Arm gestreckt ist. Das ist so ein kleiner Stopppunkt. Und in diesem Moment kickt diese Unterseite des Schlägers, ihr seht, wie sie sich biegen kann, die kickt dann noch extra nach vorne. Das heißt, in dem Moment, wo ihr hier oben stoppt, weil der Arm lang geworden ist,
kickt der Schlägerkopf extra noch nach vorne nach und gibt diese extra Kraft. Das heißt, ihr schwingt mit einem langen Arm in diesen Stopppunkt und der Schlägerkopf, wenn ihr das macht, wenn ihr hier nach dem langen Arm abstoppt quasi, dann spürt ihr, wie der Schlägerkopf weiter schwingen möchte. Und das ist dieser Peitscheneffekt. Nicht, was ihr hier mit der Hand versucht nachzumachen. Wenn ihr den Arm streckt bis hierhin, dann kickt euch der Schläger nach und überträgt ihm so viel Kraft. Das ist das, wie wir eben extra Beschleunigung erzeugen. Natürlich, wir können hier nicht stehen bleiben. Wir könnten schon. Ich war jetzt, nachdem der Arm sich ganz gestreckt hat, irgendwo in dem Bereich mit meiner Bewegung fertig. Aber das ist eben im Schwungverlauf der Moment, wo ihr hindrückt und das Kicken des Schlägers gibt diese extra Kraftübertragung. Vorbereitung, das Aufdrehen muss sein, um diese volle Streckung auszuführen. Einmal noch in das Finish hinein, aufdrehen. Arm lang und der Ball ist weg. Arm lang und der Ball fliegt euch jedes Mal gerade vorne hinaus. Garantiert, umso mehr ihr drückt, umso mehr wird es euch auch ins Finish bewegen. Eine Attacke von einem Käfer. Das heißt, das sind eure Vorbereitungen. Das ist, um Länge zu erzeugen. Im letzten Video besprechen wir dann eben noch, was ihr tun und was ihr lassen könnt für Länge. Aber eben, Länge darf niemals auf Kosten der Richtung gehen. Deswegen müsst ihr für euch hier immer einen guten Mittelweg finden. Aber diese Dinge, die wir besprochen haben, mit dem in Bewegung seienden Setup, mit dem Käferattacke vollendet, mit dem schönen Aufdrehen und mit diesem langen Arm, mit dieser Kraftübertragung zum Ball, könnt ihr wirklich extreme, gute und weite Schläge spielen. Melim, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Armstrecken und bis bald, euer Christian.